Herzlich willkommen zur 9. Folge der 5. Staffel hier bei State of Decay 2. Ich bin der Palzi, das ist Jacqueline Sobrino. Wir haben die Rey Santos Quest begonnen, alle guten Dinge. Und werden jetzt mal schauen, ob wir den guten Rey finden. Bisschen was habe ich gehört hinter mir, insbesondere hinten den Schreihals. Hello, I'm Rey. Nice to meet you. Hallo Rey. Let me guess. Ist auch schön dich zu sehen. Looking for me because I haven't returned her calls. Should be upset, but the truth is, I could use a little help. I thought I had stashed some useful medicine here, but now I'm thinking the clinic up the road is my best bet. Oh, das ist ja super. Na, dann bringen wir dich doch zur Klinik, Rey. I'm not moving as fast as I used to. Aber Rey, du kennst die Regeln. Eine Hand wäscht die andere. Hey, the clinic I need to search isn't very far. Do you mind tagging along? Klar, komm doch mit. Sincerely, the clinic is just up the road. It shouldn't take long to get there. Rey, if you don't mind me asking, why do you need my help with this? My body keeps reminding me I'm not a young man anymore. I've just, racked up too many miles, I'm afraid. Yeah. Ja, der gute Rey. Aber mein lieber Rey, wie ich bereits sagte, eine Hand wäscht die andere. Du musst erstmal mitkommen. Kann ich mit dir eigentlich handeln schon? Nein. Ja, mehr nicht rum. Wie viel Schuss haben wir für die Waffe? 33. Das ist gut. Davon auch eine loswerden. So, Jacqueline. Hast deine Runde gehabt? Dann ist jetzt wohl alphabetisch gesehen der Ron dran. Wie viel Schuss hätten wir für die? 29. Ist auch okay an sich. Die ist aber sehr laut. Aber noch keinen Schalldämpfer oder sonst was. Nimm mal lieber die damit. Halt. An die Stelle gehört natürlich. Was hat der Balzi denn vor? Und dann vergleichen wir mal kurz. Antriebswellenknüppel hat mehr Einschlag, ist aber auch richtig schwer. Nee, ist okay. Große alte Schaufel muss reichen. So, jetzt dann Munition für die Nebenwaffe. Wir brauchen Feuer. Haben da nicht sehr viel Feuer. Ein Seuchenheilmittel. Ja, und das war's dann aber eigentlich auch schon, ne?
Mehr können wir nicht. Damn, that's heavy. Ja, damn, that's heavy. Ja, lass doch das erstmal hier, denn als erstes... I need a lift. Can you send a car over? We can get right on. Da ist das Auto, das wir haben wollen. Bin ich jetzt falsch gelaufen? Ach da, okay. Kurz mal Blick in den Kofferraum. Braucht dann nur noch ein Reparaturkit. Das holen wir gerade. Seht euch Vlad genau an, so schön wird er nie wieder aussehen. Ach, tolles Auto. Brauche nur noch ein Reparaturkit, habe ich gesagt. Dann her damit. Und dich können wir zurückpacken und dann können wir aber auch los. Haben wir noch bessere Heilausdauer-Kram, Schmerzmittel. Wir haben Energy Drinks, dann bekommst du die. Keine starken Schmerzmittel. Was ist mir dann lieber? Die normalen, die schwachen? Oder nehme ich lieber 3 Verbände mit? Ich nehme 3 Verbände. Und dann, mein guter Ray, geht das los. So, als erstes, wir wollen querfeld einfahren. Als erstes mal dahin. Da sind ein paar Steinchen im Wege. By the smell, there's either a slaughterhouse or a plague heart nearby. I'm betting it's the latter. We got a screamer over here. Ich will jetzt vermeiden, zur Veterinärklinik zu fahren. Die Quest können wir auch mal deaktivieren, weil ich mit Hilfe von Ray jetzt das Seuchenherz beseitigen möchte, das auf der Viermannbades, dem Rectoral Park ist. So, hier ist ein Seuchenherz, wie erwartet. Hier ist die Endgame-Basis. Auf der sind... Oh, hier ist ein Van, das ist sehr schön. Hier ist in der Regel dann auch ein Seuchenherz, genau. War da ein Dackel? Hm, war nichts mehr. So, und jetzt, wir hatten ja gesagt, es muss eines der Häuser sein, die an der Straße sind. Können aber auch mal gucken, vielleicht sehen wir von hier irgendwas. Haben ja Ray dabei. Kann ja eigentlich nichts schief gehen. Scouten wir hier kurz.
That's enough scouting for now. Ja, das war wohl ein Reinfall, würde ich sagen. Der Mobilfunkmast war ja, also ins Sawyer's Mill war ja nicht nutzbar, weil da ein Jaggi in der Nähe war, genau. Hier hätten wir aber noch einen Wasserturm. Vielleicht gucken wir uns den gerade noch an. Querfeld ein mit Vlad, das ist immer... eine wahre Freude. Seems like there's not much left. Hier vorne ist halt die Basis, die wir als nächstes beziehen möchten. Yep, that's a bloater. Oh, ein bisschen was kriegen wir mit Sicherheit aufgedeckt. Die Frage ist, da ist das Plague Heart, aber das ist nicht das, was auf dem Obststand ist. Aber das dürfte das sein, was auf dem Park ist. Aber nicht das, was hier ist. Ist das im Big Daddy's dann? Du kommst doch auch. Dann nehmen wir dich auch gleich noch mit. Die Frage ist, welches Seuchenherz möchte ich lieber machen? Also es muss noch ein zweites sein. Und ich hätte lieber den Obststand frei. Um das Seuchenherz können wir uns auch noch später ohne Ray kümmern. Und ich will jetzt noch wissen, wo ist das zweite Seuchenherz hier? Ich will. Denn wir brauchen einen Außenposten, einen zweiten Lebensmittel-Außenposten, um... Den könnten wir aber auch hier dann... Da würde ich gerne mal einen Blick drauf werfen. Auf die Karte. Hier sind aber zwei Seuchenherzen drauf. So, also wo ist das zweite Seuchenherz? Until we take out that nearby plague heart, this place can't really be secure. Ah, es ist hier im Big Daddy's. Okay. Und das blockiert auch tatsächlich zwei. Das heißt, ich würde das priorisieren. Was für ein Freak? Ah, der Bloater. I'm afraid I let them down one time too many. I keep pretending like I'm a young. Aber der liegt. Also ist nicht ganz so wild. I can't deliver. I just hope they don't blame Lily and the network for my failures. Glaube,
der hat geschrien und der schreit jetzt auch. Ja, das war aber gewagt, Polizei. Na, lass erstmal reinregeln. Hinten in der Ecke ist es. Oh, habe ich da wieder eine Horde übersehen? Ja. Wo ist hier ein Screamer? Ach, da hinten der wahrscheinlich. Gut. Ja, Palzi, bist du bereit? Nee, bin ich nicht. Erste Seuchenherz ist immer ganz komisch. Aber hilft ja nichts, ne? This thing is heavy. Das Ray einfach spielen mit dem Vieh. Dackel tot. Ray, wie sieht's aus? So, das macht natürlich eine Menge Lärm, die Knarre. Der ist gerade hingefallen, den können wir uns so holen. Wäre der Screamer weg. Da ist mir ein bisschen viel Betrieb. Ray, du passt nicht gut auf da. Lad mal jetzt, wo du gerade sicher stehst, nach. Premium Palzi. Nachladen. Ist da irgendwo ein Dackel? Ja, habe ich richtig gehört.
I think it's on the ropes. Na komm schon. Spring gegen. Du willst es. Danke. Ja, und das war Vlads erste Tür. Das war Vlads zweite Tür. Du kleiner Stinkstiefel, du. Naja, was soll's. Es sind nur Türen. Ray, was machst du da? Die Tür sollte eigentlich zubleiben. So. Dann gucken wir doch mal. Die Schaufel kann weg. Die Kugeln können weg. Was bietet das Seuchenherz? Das können wir auf jeden Fall nehmen. Kodiak ist cool. Verbände. Benutzt da mal einen gleich von. Möchte dann aber lieber erstmal gucken, was Big Daddy zu bieten hat. Denn falls hier eine Enklave einzieht, das Seuchenherz kann man dann halt immer noch looten. Die Container aber nicht, ne? Und wir wissen ja, in einer Autowerkstatt gibt es immer ein Reparaturkit. Ja, erstes Seuchenherz. Das ist schön. Da ist das Reparaturkit. Das müssen wir auch gleich reinpacken können. Das sollte es decken. Wo ist dann der letzte Container? Hier. Ray hat seine Sache wie immer gut gemacht. Und der stackt auch. Oder können wir... Ne, Vlad war ja vollgetankt, als wir ihn beschworen haben. Aus einer anderen Dimension. Ja, das dachte ich mir, aber vielleicht geht noch ein zweites Seuchenherz. Was hältst du davon? Ray, hast du Lust? Zweites Seuchenherz ist total cool. Macht doch Spaß, oder? Ist er eigentlich Held? Nee, doch nicht mal Held. Dann mach doch ein zweites Seuchenherz noch, komm. Das Haus neben den Materialien Außenposten, okay. Also hier. Fahren wir erst einmal rum. Layout. Vier Zimmer, würde ich sagen. Was ist das? Ach, ein Rasenmäher. Vlad mit seinen 2,5 Tonnen... pass auf, was du sagst! Mit seinen, mit seinem schlanken Körper ist nicht in der Lage, ein Rasenmäher zu Schrott zu fahren. Hier ist es, okay. Ja, da haben wir schon ein paar aufgescheucht. Wenn die rauskommen möchten, dann gerne. Ach, da ist wieder der Rasenmäher.
So, Held. Verleiht Arbeitsplan. Ja, ich hab dich gehört. Ich möchte irgendwie so halbwegs hier stehen, denke ich mal. Dann holen wir uns als erstes mal die Seuchenprobe. Los, Ray, regeln. Die kannst du später viel besser brauchen. Nimm doch, lad doch erstmal nach, dass Ray erstmal ein bisschen machen da und in der Zeit, in der Zwischenzeit kannst du holzen. Holzen ist aber genauso schlecht eigentlich. Oh, da können wir tatsächlich mal einen wiederverwerten. Normalerweise müsste ich ins Auto, aber ich komme gerade nicht richtig ins Auto gescheit. Dann erledigen wir alle Zombies, die auf uns sind. Und schauen dann mal, ob wir noch was kriegen. Keine Ausdauer mehr, nie gut. Geh mal Bolzen einsammeln. Nach, ey. Ja, dir geht's gut, alles klar. So, nächste Frage. Kommen wir hier rein? Ja, kommen wir. Hier kommen wir auch raus. Na dann. Los, Ron. Ron Beasley. Extra aus Hogwarts rübergekommen in diese Gemeinschaft. Dackel ist weg. Sehr schön. Und dann weiter. Immer noch Phase 1. Aber läuft doch. Ich glaube, man kann einen schlechteren Start in der Todeszone haben. Aber wie gesagt, das ist, die Charaktere hier auf Trumbull Valley sind halt im Bar, ne? Also. Ja, uns gehen aber langsam die Bolzen aus hier. Ray, du musst regeln, genau. Einfach mal schießen. Hier sind noch zwei. Wo ist er denn hin, der gute Ray? Da steht auch einer. Ich glaube, ich muss jetzt mal ein bisschen... in den Nahkampf. Und dann habe ich... Dackel gehört. Aber den scheint Ray zu beschäftigen. Da ist der Dackel. Oh. Den scheint Ray doch nicht zu beschäftigen. Fall mal einen Verband, bitte. So, du weg.
Schreihälse beseitigen und dann gucken wir mal. Ich weiß nicht, wo der Kopf ist. Das ist halt der Shit gerade. Also muss Raider alleine regeln. Ja, jetzt ist er weg. Sehr schön. Also auf zu Phase 2. Aber Phase 2, liebe Leute, machen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, die heutige Folge hat gefallen. Und wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr von Weihnachten noch so richtig schlapp seid und einen Like und gegebenenfalls ein Abo da lassen würdet. So, da möchte ich mich gerne mal... Habe ich noch einen Molly? Einen Molly reinsemmeln. Und Like und gegebenenfalls ein Abo da lassen würdet. Bis zum nächsten Mal, euer Palzi.